Und es geht weiter. Und ich habe gehofft, dass der Ladebalken irgendwie schneller vorangeht. Naja. Die nächste Mission ist Mission 4, Narlind im Norden. Und wir haben eine neue Ritterin. Und die werde ich dann wahrscheinlich auch nehmen. Ich meine jetzt, noch egal. Euer Majestät, ich bringe Neuigkeiten aus dem Norden. Die Wikinger sind zurück. Sie operieren von Stützpunkten an den Narfangfjorden aus. Ich kenne die Gegend dort gut. Ein Lager der Wikinger befindet sich hier im Westen, jenseits des Flusses. Es wird gut geschützt, doch die meisten Wikinger werden sich auf einem ihrer Raubzüge befinden, wenn wir dort eintreffen. Wir sollten an der Küste südlich der großen Fjorde an Land gehen, um dort einen Stützpunkt zu errichten. Sobald wir eine eigene Siedlung aufgebaut haben, können wir den Wikingern auf Augenhöhe gegenübertreten und einen Weg finden, ihre Raubzüge zu beenden. Ein Dorf namens Breck liegt hier irgendwo nördlich. Es wird von einem Wikinger-Clan bewohnt, der sich als nützlicher Verbündeter erweisen könnte. Es dürfte ein leichtes sein, diese Nordmänner zu verjagen und ihr Land für euch in Besitz zu nehmen. Schickt mich als eure Gesandte dorthin. Wollt ihr wirklich einen Banditen als Botschafter entsenden? Erlaubt mir, als besseres Vorbild zu dienen. Ja. Keine Ahnung, was da jetzt wieder passiert ist. Die junge Lady scheint nicht zu verstehen, dass unser Ziel der Schutz ist, nicht die Eroberung. Schickt mich. Äußerst verdächtig. Shalia hätte die Wikinger eigentlich eines Besseren belehren sollen. Da steckt mehr dahinter. Naja, wir haben gerade mal eine Palisade und eine Mauer gebaut und ein paar Plünderzüge abgewehrt. Ich glaube, so wirklich daraus lernen konnte nicht, außer dass sie vielleicht eine Ramme mitnehmen sollen oder so. Ihr wisst um meine besonderen Fähigkeiten. Ja, das tue ich. Ich weiß, wie die Steuereintreiber mehr Gold aus den Siedlern herausbekommen. Ich kann mir die Einnahmen eines Gebäudes in der Nähe unter den Nagel reißen, ohne dass es jemand merkt. Aber ins Feindliche am besten. Narfang, nicht Narlind. Ups. Narlind ist das gesamte Land. Und Narfang ist die Region. Die Musik ist eigentlich nicht schlecht, muss man sagen. So habe ich schon mal gesagt, aber ich finde sie echt gut. Folgen wir dem Pfad zu diesem Dorf namens Breck. Hoffentlich ist uns dort jemand freundlich gesinnt. Wäre ganz gut, ja. So, wie sieht's aus mit der Vegetationsperiode? Ein halbes Jahr, okay. Und hier wird's wahrscheinlich dann auch zufrieren. Das heißt... Warte, Stopp. Ich könnte erstmal dafür sorgen, dass die Maus nicht gerade so laut rumschrammt. Gut, das geht nicht. Jawohl. Aber ich könnte erstmal Pfade bauen. Toll verkackt. So, Pfad. Und Pfad. Und der nächste Pfad. Na, baue ich einfach hier hin, oder? Oder gibt es da einen besseren Platz? Da oben? Nicht erreichbar. Oh Mann. Dann hier. Auf euren Befehl. So, kann ich nämlich gleich Getreide anbauen. Wäre natürlich hier auch ein guter Platz, weil es hier ist viel freie Fläche und hier eher so weniger. Naja, egal, wird schon klappen. Bauen wir hier schon mal einen Bäcker hin. Dann schon mal eine Räucherei. Ich räuchere hier. Na, so. Gut, dann gleich mal einen Fisch fangen. Und trois. Peut-être. Alors, trois. So. Vite, vite, Monsieur. Wir haben ein Territorium eingenommen. Sehr schön. Gibt's irgendwo eine Ruine? Oben hätte ich bauen können. Ich Hirn. Ziemlich gut, aber super. Das war jetzt dämlich.
Abreißen kann ich jetzt nicht wirklich, weil dann geht mir das Territorium flöten. Auf euren Befehl. Soll er da oben irgendwo sein? Kugelkühe. Auf euren Befehl. Keine Ruine. Nicht so eine kleine. So ein bisschen Gold. Nee. Schade. Ei. Sofort. Ich weiß, wie die Steuereintreiber mehr Gold aus den Siedlern herausbekommen. Das wusste ich schon. Seid gegrüßt, Fremder. Ich spreche für meine Leute. Naja, zumindest für einige von ihnen. Oh, ihr seid nicht der einzige Fremde in diesen Landen. Ein Botschafter aus dem fernen Süden war hier. Doch er wurde gefangen genommen. Doch das ist im Moment nicht von Bedeutung. Was wirklich zählt, sind Führungsqualitäten, hä? Kehrt zurück, sobald ihr euch Baron nennen dürft. Dann reden wir weiter. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Mist, ich will die Schafe retten. Das wäre nämlich nicht verkehrt. Jawohl. Kalt. Och man, weh, 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 weh. Zum Angriff. Noch ein paar Schafe da? Ja, ein paar sind da. Drei, vier und... Ja, vier. Fünf sollten da wahrscheinlich eigentlich sein. Jetzt ist da ein... Ein schon hinüber. Na, klasse. Naja. Obwohl, Kleidung wäre auch keine schlechte Idee jetzt im Winter. Kann ich erreicht werden. Na, klasse. Na, natürlich nicht. Aber hier geht's. Gut. Baue ich einfach hier. Wie ihr wünscht. Auch Schafe. Nur so, bevor die Wölfe wieder alles reißen. Ja, ich glaube nicht. Okay. Schon unterwegs. Ich werde Schild angegriffen. Habe das schon von jemand anderem, der mir feindlich gesonnen ist. Okkupiert. Oh, das ist aber nicht okkupiert. Hoffentlich klauen die das jetzt nicht. Wir werden angegriffen. Ich werde angegriffen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Da hätte ich bauen können. So Mist. Naja. Position. Nö, dann einfach hier. So, Käse. Wie ihr wünscht. Wäre mal ganz gut. Und Fleisch. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut. Und ich habe sogar wieder Geld. Sehr schön. Und wo wollte ich dich denn jetzt hin? Hier hin am besten. Am besten. Dann halt hier hin irgendwo. Jawohl.
wir haben ein Territorium eingenommen. So, jetzt kann ich mal wieder wechseln. Ich kann hier noch, könnte hier noch eine Holzfällerei machen. Ups. Falsch. Jetzt halt aber. Dahlschief? Ich weiß aber egal. Grad. Der ist der Räucherer und der sagt, er hat nichts zu essen, wenn bei ihm sich das stapelt. Aber egal. Wenn sich das bei ihm stapelt. War schon richtig. So, mal aufbauen. Könnte noch etwas dauern. Na komm. Na komm, wir sowohl. Können zuerst mal Aussichtsposten. Warum sage ich Aussichtsposten? Wenn man es einmal falsch drin hat, hat man es immer falsch drin. So was Nerviges. Der Außenposten. Ja, kann ich eigentlich hier machen. Ich meine, hier kann man da hin, das wird dämlich. Na naja. Ich könnte es auch hier hinbauen. So, ich würde. Naja, egal. Was soll's. Da war's doch gerade. Da war's gerade. Da war's gerade. Auf euren Befehl. Ich werde angegriffen. Die sind fies. Und da sind Wölfe. Auch fies. Also ich glaube, hier baue ich dann tatsächlich Getreidefarmen. Ja, das ist der Außenposten irgendwie im Weg. Kann ich gleich abwehren, den kann ich abreißen, will ich aber gar nicht. Nämlich muss ich mal was überlegen. Na, Kuhfarm kann ich eigentlich hier bauen. Und Schaffarm auch. Oder ich baue einfach alles an einen Fleck, mal schauen. Zuerst brauche ich erstmal Holz. Ich könnte vielleicht auch noch ein bisschen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wild schnorren. Sag ich jetzt mal. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Hier ist ja auch noch einer. So, aber jetzt kommt irgendwie keine Meldung mehr.
Der findet wohl wirklich nichts, was ist ja dämlich. Ich sollte vielleicht mal das Lager ein bisschen aufbauen. Gut, also Holz hätte ich genug. Das kann ich mich eigentlich mal alles bauen machen. Wir sollten eigentlich reichen, oder? Vier Getreide davon. Baue ich hier eine Kuhfarm ein. Und da eine Schafe. Und hier noch eine Kuhfarm. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Ja, das weiß ich. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. So, jetzt nicht mehr. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Hübsches kleines Dorf wäre das dann jetzt. Bald. Bisschen blöd gelöst, aber egal. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ich wollte eigentlich mal Stein abbauen. So vor langer Zeit.
Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Doch, die haben Kornfelder. Das ist ja wahrscheinlich auch gerne gewesen. Nein. Nicht gar so schön symmetrisch, wie ich es gerne hätte, aber naja, tut's auch. Zählt es eigentlich mit zu der Vegetarierwertung, ob Lederkleidung das Lagerhaus ist voll. Volle Kleidung benutzt wird? Müsste es ja trotzdem irgendwie eigentlich. Das ist irgendwie so der nächste Witz eigentlich, wenn ein Veganer oder Vegetarier Sachen aus Leder trägt. Oder Gelatine isst. So versteht sich ja von selbst, dass es nicht geht. Ah, solche Sachen. Ah, okay. War ja klar. Sofort. Nicht so wirklich eine kleine klar. Anerkennung wäre nett. Wie wäre es mit einem neuen Titel für mich? Ja, könnten wir machen. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Oh, wenn die angegriffen wurde, dann vielleicht geht mal wieder zurück. Und tragt dafür Sorge. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Dass die nicht den Baumeister angreifen, falls es irgendwie möglich ist. Ich arbeite hart und erwarte Entlohnung. Das war's. Gib mir einen Titel. Wir werden angegriffen. Ich weiß, was ihr will, okay. Ein Steinbruch ist erschöpft. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ja, zu Weihnachten kriegst du einen neuen Titel. Yeah. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ein neuer Titel? Wie wundervoll! Hab Dank! Die freut sich irgendwie am meisten drüber. Was ist jetzt? Die anderen sagen so, ja, hab Dank, ja. Und die freut sich so richtig. Finde ich gut. Bisschen forsch, aber freut sich. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, ein Schuss ins Blaue hinein. Oh, wie geht's den Schafen und Kühen? Eins, stimmt, die habe ich ja nicht ausgemacht. Einem Steinmetz fehlt es an Stein.
Ich verdiene einen neuen Titel. Ihr wollt mich doch auch weiterhin an eurer Seite wissen, oder? Also hören Sie mal, junge Dame, mit diesem Ton schon mal gleich gar nicht. Nee, Quatsch. Bisschen Geduld muss ich aber, denn ich will... Zu wenig Holz, da war doch gerade... Futsch. Waren gerade drei da und die waren im nächsten Moment futsch. Klasse. So. Ich arbeite hart und erwarte Entlohnung. Gebt mir einen Titel. Ganz schöner Wildfang. So. Soll es auch ein bisschen schneller gehen? Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ich glaube, ich kann sogar fast noch die Kuhfarm hinpflanzen. Naja, die Schafhütten sind ganz gut dabei. So, der hat doch. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da kann ich noch eins hinbauen. 12. So. Das ist 3 für jeden und ich kann noch was draufsetzen zur Not. So. Ja, ich denke, dieser neue Titel steht mir gut. Ihr seid eures Titels würdig, mein Freund. Vielleicht könnt ihr den Botschafter aus dem Süden aus seinem Kerker befreien. Er befindet sich in der Gewalt von Crimson Sabbat. Sie ist diejenige, die die jüngsten Raubzüge gegen euch angeführt hat. Ihr müsst herausfinden, wo der Botschafter aus dem Süden gefangen gehalten wird. Diese Information befindet sich in Kirkason. Nutzt eure Bogenschützen, um die Straße von Soldaten zu befreien und kehrt dann zurück, damit wir einen Spion entsenden können. Ich brauche Holz. Und wir können festfeiern. Trotzdem Holz. Kein Wasser. Das ist schlicht. So wenig wohl. Ich glaube, ich soll noch einen Gerber einbauen. Wenn es dann hier. Danke. So, nochmal fahren. Ui, der Ruf klettert jetzt ganz schön nach oben. 80% Ruf ist ordentlich. Holt auch mal irgendjemand Wasser. Nur so als Idee. Nicht doppelt. Schade. So, sieht aber irgendwie so besser aus. Als so. Ich weiß auch nicht warum. Ist irgendwie gerade.
kann man auch schöne kleine Plätze machen. Da geht gar nichts. Na gut, dann halt so. So, dann kann ich mich jetzt mal dran setzen, die Eisenmine auszubauen. Geht ja voran. Was kann ich gerade so reden? Wir können auch mal über gar nichts reden. Heutzutage wird so viel geredet, wir können auch mal gar nicht reden. Quatsch, wird jetzt verlangweilig sonst. Also was quatsch ich jetzt? Ich kann einfach mal bauen. So, wenn man nicht weiß, was man tun soll oder labern soll, dann baut man einfach irgendwas. Im Zweifelsfall baut man eine Kaserne. Erstmal 60 Holz weg und danach nochmal 6x12 Holz weg, das heißt 72 Holz weg, das heißt insgesamt ganz schön viel Holz weg. 132, falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe. 24, 36, 48, 60, 72. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Das ging fix. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Verstanden. Ich kann mir die Einnahmen eines Gebäudes in der Nähe unter den Nagel reißen, ohne dass es jemand merkt. Im Moment gerade gar nicht mal so nützlich. Aha. So, kaufe mal ein paar Schafe. Ach komm, kaufe alle Schafe, die da sind. Auf euren Befehl. Wozu haben wir das Geld denn? Wieso habe ich denn ums Verrecken? Kein Brot. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Du weg mit der Schwerindustrie, wir brauchen was zu essen. Passt gemeinerweise nicht mehr hin.
Fies. Da war ich mal wieder. Ups, Entschuldigung. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Hörst du auf, da automatisch hinzuspringen? Das nervt gerade. Na, geht nicht. Na, doof. Dann halt so. Das geht auch nicht. Schnür ich dir jetzt übel. Schon mal das Heer ausheben. Wie schon? Was? Ah, deswegen. Ich dachte, ich hätte die Burg schon voll ausgebaut. Ah, dem war nicht so. Jetzt habe ich ja kaum Stein. Dämlich. Auf euren Befehl. Ich habe eigentlich mal wie viel Fisch. Oh, ich habe ganz schön viel Fisch. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Also über Fisch ist es nicht. Das geht. So, 4 Hammer und so. 60 haben wir hier auch. Alles gut. Sofa! Und jetzt starte ich meinen kleinen Overkill im Winter. Wie ihr wünscht. Alles klar. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Nicht aufgeben! Verstanden. Ei. Na, 80% ist ganz gut. Nicht aufgeben! Nein, bis so alles hier. Klar. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jupp, das weiß ich. Also optimale Straßenführung ist ein bisschen was anderes. Als das hier. Das hier ist. Geht auch irgendwie nicht besser. So, Moment. Ja. Bin ich jedenfalls ein bisschen entlastet. Schon unterwegs! Alles klar. Guck, wie guck ihr mal. Wünscht. Oh, die haben Schafe. Sofort. Nicht aufgeben!
Schon unterwegs! Fuck, ich hab tatsächlich einen verloren jetzt. Wie ihr wünscht. Geht ja mal so gar nicht. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wie ihr wünscht. Verstanden. Ich werde angegriffen. In den Kampf. Schon unterwegs. Wie zwei verloren schon. Alter. Angriff. Ei. Die Küste ist nun frei. Hervorragend. Ich leihe euch einen Dieb, der unbemerkt herausfinden kann, wo der Botschafter gefangen gehalten wird. Vielleicht findet ihr über den gefrorenen Fluss eine Abkürzung nach Kirkasund. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Wir stellen euch einen Dieb an eure Seite. Er weiß, das Lagerhaus des Feindes zu infiltrieren und den Aufenthaltsort der Geisel herauszufinden. Ihr müsst den Dieb sicher ins Lagerhaus von Kirkasund geleiten, ohne dass er von Militäreinheiten entdeckt wird. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und Kühe hatten sie auch, wie schön. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Schicken wir ihn mal zurück. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut, dann kann ich hier noch ein bisschen Steine bauen. Steine bauen, Steine bauen, Steine bauen. Okay, da ist irgendwo ein wildes Viech, wenn da wieder jemand rumschreit. Ging's doch hier auch noch. Da war auf jeden Fall kurz was grün, oder? Ich hab's mal eingebildet. Na, da war's grün. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Na, komm schon. So. Hier sind mehr als genug Korn. Den wollte ich ja hier hinpflanzen. Der Getreidebauer, den kann ich nur nicht hier hinpflanzen. Das finde ich ja nicht gut, dass ich ihn nicht hier hinpflanzen kann. Lass mich. Ich will doch nur ein Bauer sein. Na komm.
Und alle wieder zurück. Wie ihr wünscht. So, mal durchklicken. Aufgebaut, 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 aufgebaut und voll ausgebaut. Gut. So gut wie erledigt. Aber ich kann auch schnell speichern eigentlich. So, wie schaut's denn hier aus? Über den Fluss hier rein. Ich könnte es anzünden. Könnte ich mich dann vorbeischleichen? Kann ich tun. Geht gerade nicht. Obwohl, hier ist eine Furt. Eine Untiefe. Könnte gehen. Hier? Vielleicht. Dann so hier rein. Nope. Ob es dazu friert? Weiß ich nicht. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ich könnte auch hier hoch und dann hier vorbei. Das war eine Möglichkeit. Wie ihr das befehlt. Lagerhaus ist voll. Gehen wir da hoch. Wie ihr befehlt. Schon so gut wie erledigt. Hatte keine Angst, dass er da komplett woanders hingeht. Jetzt habe ich so langsam zu viel Holz. So gut wie kann ich das irgendwie hochjagen oder so? Das wäre ganz nützlich. Ja. Auf den Weg. Warum patrouilliert hier eigentlich niemand? Auf den Weg. Ja. Unser Dieb wurde entdeckt. Auf den Weg. Bist von wem? Nichts wie rein. Ihr habt euer Ziel gefunden. Setzt nun den Dieb ein, um Informationen aus dem Lagerhaus zu stehlen. Es ist wichtig, den Dieb sicher zurück in eure Burg zu geleiten, damit er die Information überbringen kann. Auf der Stelle. So. Ich könnte eigentlich mal einen Lagerungsring drumlegen. Das mache ich doch einfach glatt. Warte mal, ich könnte auch. Idee. Meine Bogenschützen da hochschicken und runterschießen. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnte ich tun. Ja, sowieso mit dem im Krieg. Das Lagerhaus ist voll. Schon wieder? Was ist denn da alles drin? Fischwaren. Ein Karren wurde ausgesandt. Bisschen Holz. Gut, gut, dann weg damit. Bisschen Kadaver. Ein Karren wurde ausgesandt. Hier ist doch überall Wasser. Wo ist denn das Problem? Naja. Unser Dieb hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, was sie vorhaben. Hervorragend! Nun wissen wir endlich, wo sie ihre Geisel gefangen halten. Wir haben gelernt, Diebe auszubilden. Von nun an können sie in unserer Burg rekrutiert werden. Seid gegrüßt. Mein Name ist Hakim Abd al-Sahr. Ich bin Ritter und Botschafter meines Volkes. Doch eine Teufelin namens Crimson Sabbat hält mich gefangen. Findet mein Gefängnis, o Ritter, und befreit mich von meinen Ketten.
Seid gegrüßt. Mein Name ist Hakim Abd al-Sahr. Ich bin Ritter und Botschafter meines Krimmel Volkes. Heißt doch eigentlich doch eine Teufelin namens Crimson Sabbath hält mich gefangen. Wie lange haben wir Zeit, bevor es wieder zu früh wird? Oder wieder auftaucht? Findet mein Gefängnis, o Ritter, und befreit mich von meinen Ketten. Oktober. Das Lagerhaus ist voll. Langelegt. Igitt. Wow, hässlich. Igitt. Warum leckt das so? Das verstehe ich aber nicht. Ich hab keinen verflixten Grund dafür. So. Da habe ich einen Stein. Schwa. So, die Frage ist, ob es jetzt zu früh Dieb. Auf geh mal den hier. Weg. Oder ob schon so alles geh klar. Hier hin. Ist es schon zugefroren? Nein. Geh wieder verstanden. Weg. Mir sowieso nicht durch. Außer sie brennen das ab, aber naja. Der Dieb könnte sich auch mal beeilen. Jetzt gibt's Leberkäse. Käserei und Metzgerei drin. Schlechter Schatz. Naja, egal. Das Lagerhaus ist voll. Gibt's ja gar nicht, es ist schon wieder voll. Wir sind da so voll. Gute Wolle habe ich drin. Lag noch nicht. Bisschen Wolle weg. Bisschen Fisch weg. Fleisch weg. Das ist total fies. Ich schlachte die alle ab und dann schmeiße ich sie aber weg. Gefällt mir nicht. So keinen Stein hab. Da ist er die. Okay, jetzt geht's mal wirklich. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt ist auch zugefahren. Dieb, geh mal hier. Wie ihr befehlt. Der kann nicht mehr. Nur hier geht's. Okay, das muss ich auch sowieso machen, weil da komme ich ja gar nicht rein. Auf euren Befehl! Jawohl! Schon unterwegs! Verdammt! Da komme ich jetzt. Denkst du jetzt an meine Palisade oder nee? Kann ich auch schon vorher nicht durch, was? Fürchte ich ja fast. So was Fieses. Hier postieren und runterschießen. Theoretisch. Praktisch sieht es wahrscheinlich anders aus. Verstanden. Jawohl! Blöd, wir sehen das jetzt nicht. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein.
Ja, dann kann ich es einfach mit ein bisschen Mörtel zukleistern. Oder auch nicht. Aber doch, geht ein bisschen. Aber das hier geht nicht. Scheiße. Das geht jetzt nicht. Der ist ja blöd. So geht's. So. Jetzt schnell speichern und Angriff. Wie ihr wünscht. Nicht aufgeben! In den Kampf! Auf euren Befehl! Klar, das löst natürlich Brände. Na super. Kämpft weiter! Nicht aufgeben! Verstanden! Haut da mal eine Presche rein. Wie lange habe ich noch, bevor es auftaucht? Eine Zeit lang. Stürmt los! Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Vorwärts! Stürmt los! Ei! Ach du... Vorwärts! Nicht aufgeben! Gut, Kessler ist noch da. Jetzt erstmal noch auf hochhauen. Geil, null Verluste. Alles klar! Verstanden. Gut, fangen wir mal mit dir an. Jawohl. Schon unterwegs. Das kann ich gar nicht benutzen, oder? Nö, da ist nix. Kämpft weiter! Stürmt los! Ui, es könnte ein bisschen böse ausgehen. Ja, ich habe einen verloren. Scheiße. Es gibt kein Zurück! Stürmt los! Erstmal die Truppen eliminieren. Warte, was? Ich kann eigentlich auf dem Weg. So, wir aus ein bisschen plündern. Schon nee, unterwegs! Nee, warum sind denn die scheiß Bogenschützen in der ersten Reihe? Jawohl! Oh. Vorwärts! Nicht aufgeben! Jetzt habe ich drei verloren. Oh, vier sogar. Halleluja. Es geht fix. Was haben wir heute gelernt? Nicht aufgeben! Niemals die Bogenschützen gegen die Schwertkämpfer schicken. Das geht ein bisschen zu übel aus. Dann nehme ich halt das Gefängnis, wenn es euch lieber ist. Ach, da hatte ich wie neue Informationen. Schade. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ah, da war er schon. Jawohl. Hallo, Hakim. Ich erbitte euren Schutz, bis ich eure Burg erreicht habe. Crimson Sabbat ist mir auf den Fersen. Zum Angriff! Ein Steinbruch ist erschöpft. Kämpft weiter! Jawohl. Cool, ich habe eine ganze Einheit insgesamt verloren. Kann ich fast einfach mal Schwertkämpfer ausbilden. Sofort! Jawohl! Wie ihr wünscht. Heilige Scheiße, das kann jetzt gerade so schief gehen, ne? Hui. Verstanden! Ei! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Auf euren Befehl! Hoffen wir, dass es gut geht. Ihr mögt den Südländer befreit haben. Doch das wird euch nicht viel nützen. Wir sehen uns wieder. Böse. Ihr seid verlässlich und vertrauenswürdig. Euch und eure Männer werden wir jederzeit willkommen heißen.
Ich kam in dieses Land, um Verbündete gegen den Roten Prinzen zu finden. Doch Crimson Sabbath lauerte mir auf und nahm mich gefangen. Sie ist es auch, die die Wikinger von Nahlind gegen euren Herrscher aufhetzt. Nur vereint können wir die Bedrohung durch den Roten Prinzen standhalten. Lasst mich eurem Bündnis beitreten. Gemeinsam werden wir unsere Länder zu schützen wissen. Nicht gut. Estrel, hast du noch was zu sagen? Nee, schade. Ich feier mal. Finde ich gut. Dann ein Statistik. 51% ist ja mal was Neues. 2 Stunden? Niemals. Eine Stunde ungefähr. Hatten nicht so viele Ehefrauen tatsächlich diesmal. Ein streikender, ja, das war der eine blöde Röcherer ganz am Anfang. Oh, ganz schön viel Gold. Geht, wird zerstört, ein paar verloren. Keine einzige Fähigkeit eingesetzt. Nein, oh, Video. Du bist also doch der Prinz. Crimson Sabbath, bringt ihr Neuigkeiten? Ihr habt einen Gegner, mein Prinz. Der Rote Prinz hat keine Gegner, nur Emporkömmlinge und Herausforderer meiner Macht. Ein Herausforderer also. Ein König aus dem Westen. Ein erfolgreicher König. Und was bietet dieser König, das ich nicht bereits besitze? Sicherheit? Einfluss? Gold? Der Emporkömmling ist sehr beliebt bei den Siedlern. Die Siedler bedeuten gar nichts. Gerade ihr solltet das wissen. Kümmert euch um ihn, so wie ihr euch um die anderen gekümmert habt. Wie ihr wünscht, mein Prinz. So, ich habe also einen Gegner. Für den Augenblick. So das typische Klischee vom bösen Herrscher. Der kümmert sich überhaupt nicht um seine Untertanen. Aber er hat ein gesundes Maß an Charisma dabei. Aber sowas finde ich mal ganz lustig bei Seelen, bei den Seelen-Kampagnen. Bei den Kampagnen von die Seelen. So. Es ist spät. Gute Nacht. Nein. Doch, aber. Zuerst einmal wollte ich noch was sagen, nämlich. Schon bei die Seele 4 finde ich total cool. Also von den Geschichten her, man sieht eigentlich die ganze Zeit total langweilig in der Gegend rum. Und die und deine Kampagne passiert dann doch irgendwas, was wieder ganz lustig ist. Aber ich mal sagen, das heißt, beim nächsten Mal geht es hier mit Drängen weiter. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war relativ interessant. Und naja, ciao, ciao.